Nur eine Freiheit gibt es. Mit diesem Zitat von Ludwig Pfau begrüße ich Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ganz herzlich heute Abend im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, im Namen der Heinrich-Meyer-Stiftung und zuletzt im Namen des Literaturhauses Heilbronn in diesem wunderschönen Gebäude, in dem wir heute sind. Und Sie werden vielleicht nachher noch ein bisschen mehr davon sehen, wenn nachher das Panel ist und dessen Leiter ja auch heute anwesend ist, Dr. Anton Knittel. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Veranstalter zu einer Veranstaltung, die wir machen hier im Jahre des 200. Geburtstages von Ludwig Pfau. Nur eine Freiheit gibt es. So, Pfau. Und wie viel mehr gibt es von ihm zu entdecken? Es gibt unendlich viel zu entdecken bei Pfau, das kann ich Ihnen versichern. Und wir wollen gemeinsam mit Ihnen heute Abend auf diese Entdeckungsreise gehen, denn es ist eine Persönlichkeit, die so viele Facetten hat, dass es sich, ja, lohnt, nicht nur historisch sie wieder zu entdecken, sondern auch in dem, was sie uns heute sagen kann. Pfau, ja, der Revolutionär, das kennt man vielleicht auch. Aber dann der Demokrat, der bis heute wirkt, der Journalist und Schriftsteller, der Politiker, der Frankreich-Liebhaber, alle diese Facetten lohnt es sich zu beleuchten und wären fast einen eigenen Abend wert. Der Revolutionär natürlich, 1848, der immer kämpfte gegen Fürstenherrschaft und aus seiner Sicht ungerechtes Recht und ungerechte Herrschaft, wenn sie nicht vom Volke legitimiert war. Der Demokrat, der sich für die Schwachen einsetzte und der sagte, dass jeder Mensch das gleiche Recht, die gleiche Würde hat und der sich insbesondere eben gegen die Starken wehrte, weil er sagte, wenn die Starken zulasten der Schwachen leben, dann stimmt etwas nicht. Demokratie hat mit absoluter Gleichberechtigung aller und mit Menschenwürde zu tun. Und dafür hat er ja auch im Gefängnis gesessen. Dafür hat er gekämpft und dafür hat er gestritten. Ein Charakterkopf, oft unbequem, aber immer klar und sich selbst treu. Der Politiker, der zwar selbst nicht aktiv in die Politik ging, er ließ sich nicht wählen, aber wie politisch war er? Unendlich politisch. Seine berühmte Schrift Politisches und Polemisches zeugt davon, aber er hat zumindest seine Partei gegründet. Er hat gemeinsam mit seinem Freund Julius Hausmann und anderen damals die Volkspartei gegründet in Württemberg, in seinem Württemberg, in dem er zu Hause war. Er ist ja in Heilbronn geboren und in Stuttgart hat er weitestgehend gelebt. Er hat ganz bewusst damals eine Partei gegründet, die sich den Bürgerrechten verschrieben hat. Er war ein wacher Geist. Er hat sich oft gestritten mit sozialistischen Freunden über die Frage, wie man am besten Rechte schafft. Und er hat immer aber Demokratie als etwas auf Augenhöhe begriffen. Dann der Frankreich-Liebhaber. Der Frankreich-Liebhaber, das ist vielleicht für mich die wichtigste Sache, die wir manchmal vergessen. Er hat zu einer Zeit, in dem fast nur zwischen Deutschland und Frankreich immer nur sozusagen die Unvereinbarkeiten betont wurden, die angeblichen Unvereinbarkeiten, hat er auf das Verbindende hingewiesen. Und das ist so aktuell wie heute. Und lassen Sie mich deshalb heute auch zum Ende hin dieser Begrüßung ihn auch selbst sprechen mit einem Wort zu Frankreich. Ich darf es Ihnen kurz vorlesen. Es ist so aktuell, als ob es heute geschrieben wäre oder zumindest immer noch, wenn ich aktuelle Auseinandersetzungen manchmal höre, in manchen Debatten immer noch ganz wichtig ist. Er schreibt, das Feindselige, das war damals kurz nach dem Deutsch-Französischen Krieg, der übrigens in Frankreich der Preußisch-Französische Krieg heißt, das Feindselige, jede geistige, sittliche und industrielle Fortentwicklung hemmende, kriegsbereite Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich ist das größte Unglück, das in diesem Jahrhundert Europa betroffen hat. Und wenn wir an der friedlichen Entwicklung dieser beiden Völker arbeiten, so sind wir bessere Patrioten und leisten unserem Vaterland einen größeren Dienst als jene gemeinschädlichen Hetzer, großen und kleinen Kalibers, die fortwährend bald im Westen des Rhein, bald im Osten des Rhein einen Krieg in Sicht haben und sich nicht entblöden, die wahren Interessen ihres Landes auf das Frivolste zu gefährden. Ja, das ist eine andere Sprache als heute, aber die Botschaft ist wichtig. Und ja, natürlich steht nicht unbedingt ein Krieg bevor zwischen unseren Ländern, aber wenn ich manche politische Debatten sehe und wenn ich aktuell sehe, wie wieder auch Politiker in Frankreich oder auch in Deutschland wieder manchmal das Verhältnis mit Frankreich kleinreden oder schlechtreden, dann, glaube ich, ist das zeitlos. Wenn wir Sie auf diese Reise heute mitnehmen können, auf diese spannende Entdeckungsreise Autor Ludwig Pfau, würde es mich freuen. Mich selbst begleitet er und seine Schriften in dem Versuch, ihn zu verstehen und davon etwas zu lernen, schon viele, viele Jahre. Der junge Theodor Heuss hat im Bücherschrank seines Vaters auch viel Pfau gesehen und gelesen und es hat ihn dann auch lange Zeit begleitet. Wir freuen uns auf diesen Abend gemeinsam mit Ihnen.
Und ich kann Ihnen versprechen, viele Facetten sind zu entdecken, mit viel Bedeutung, auch noch für heute. Herzlich willkommen bei dieser Entdeckungsreise. Wir wünschen Ihnen einen interessanten, unterhaltungsreichen, aber auch schönen Abend. An diesem Abend, wo es nochmal ab 21 Uhr ja auch nochmal in Deutschland, Frankreich geht, dann ganz freundschaftlich im Fußball. Schönen Abend. Herzlich willkommen zu unserem Live-Podium zum 200. Geburtstag von Ludwig Pfau. Mein Name ist Eva Carolina Doll und ich begleite Sie heute durch den Abend. Ich möchte Ihnen vorher noch einen ganz kurzen technischen Hinweis geben. Und zwar sehen Sie unten im Bildschirm eine Leiste mit mehreren Symbolen. Ganz rechts ist ein Symbol, das betitelt ist mit F und A, Fragen und Antworten. Und dazu möchten wir Sie auch ganz herzlich einladen. Wir möchten Sie bitten, im Laufe des heutigen Abends Ihre Fragen genau in dieses Tool zu stellen, also nicht in den regulären Chat, sondern bei F und A. Und wir werden dann am Ende unserer Diskussion Ihre Fragen aufgreifen und hier nochmal beantworten. Vorneweg möchte ich jetzt Ihnen die beiden Personen vorstellen, mit denen ich heute Abend hier diskutieren darf. Mit mir im Raum, hier im Literaturhaus, ist Miriam Eberlein. Sie studierte Geschichte und Romanistik und absolvierte den höheren Archivdienst in Baden-Württemberg. Seit 2005 ist sie hier im Stadtarchiv in Heilbronn und seit 2016 auch stellvertretende Leiterin. In diesem Jahr ist sie Mitglied im Team des Stadtarchivs, das sich um das Jubiläumsjahr rund um Ludwig Pfau kümmert. Herzlich willkommen. Genauso möchte ich uns zugeschaltet, die Technik ermöglicht es uns, Professor Dr. Ludwig Theodor Heuss begrüßen. Er ist Arzt, seit 2007 leitender Arzt der Inneren Medizin und als Enkel von Theodor Heuss natürlich heute der Repräsentant dieser Person. Er ist Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung und Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Bundespräsident Theodor Heuss Haus. Auch an Sie ein herzliches Willkommen aus der Ferne. Hallo, guten Abend. Wir starten nochmal mit einer kurzen Einordnung der beiden Persönlichkeiten, die uns heute interessieren, Ludwig Pfau und Theodor Heuss. Frau Eberlein wird Ihnen jetzt in einem circa fünfminütigen Vortrag Ludwig Pfau noch einmal vorstellen. Ja, ein herzliches guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank, Frau Dr. Doll, vielen Dank, Herr Link, für die freundliche Einführung. Guten Abend, Herr Professor Heuss. Pfaus Leben in 5 Minuten zusammenzufassen, ist natürlich eine große Herausforderung, die eigentlich nicht zu bewältigen ist. Deswegen konzentriere ich mich auf ein paar Eckdaten zu seinem Leben, die ich auch auf ein paar Folien Ihnen mitgebracht habe. Die werden jetzt, glaube ich, auch gleich eingeblendet, die Folien. Kleinen Moment bitte. Gut, es kommt. Jawohl, vielen Dank. Also nur ein paar Eckdaten, die sich dann hoffentlich im Laufe des Abends noch etwas füllen werden mit einigen der Facetten, die Herr Link ja auch schon angesprochen hat. Ludwig Pfau ist vor 200 Jahren in Heilbronn geboren, am 25. August. Er ist der Sohn eines Kunstgärtners. Sein Vater hatte da am Sülmer Tor, hinterm Sülmer Tor, eine Kunstgärtnerei, wo er auch exotische Pflanzen vertrieb. Ludwig Pfau besuchte das Heilbronner Gymnasium. Er war wohl ein guter Schüler, aber das Studium, was seine Eltern ihm andienen wollten, ein Studium der Theologie, das hat er nicht antreten wollen, weil ihn damals schon religiöse Zweifel beschlichen haben. Er hat es dann vorgezogen, zunächst einmal bei seinem Vater in der Gärtnerei als Volontär einzutreten und ist dann über Beziehungen seines Vaters in die Nähe von Paris gekommen, zu einem Geschäftspartner und hat dort ebenfalls in einer Gärtnerei gearbeitet. Hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass ihn das intellektuell doch nicht so befriedigt, diese Tätigkeit, und ist dann nach Paris gezogen, hat dort sich mit der französischen Sprache, mit der Literatur, mit der Kunst auch schon beschäftigt, hat selber auch gezeichnet, hat versucht, sich auch damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, denn sein Vater war davon wenig begeistert von dieser Idee, kommt dann zurück und nach Württemberg und einigt sich dann schließlich doch mit seinen Eltern, dass er in Tübingen ein Philosophiestudium anfangen darf.
Das war Mitte der 40er Jahre und das Fragezeichen, was Sie hier auf der Folie sehen, das deutet schon an, dass er dieses Studium nicht beendet hat und dass eigentlich auch gar nicht so ganz klar ist, was er, wie lange er in Tübingen war. Er ist dann in Heidelberg, in Karlsruhe. Er nennt sich selber einen ambulanten Skriblifax in dieser Zeit und tritt dann, es ist also die Zeit des Vormärz, er ist ein sehr politischer Kopf, er tritt dann Anfang 1848 mit einer Zeitschrift ins Rampenlicht, mit dem Satiremagazin Eulenspiegel, ein Karikaturenblatt, ein satirisches Blatt, wo er in sehr polemischen Versen das Zeitgeschehen kommentiert. Er gehört also zu den radikalen Demokraten in dieser 48er Revolution, zu denen, die ganz links stehen, die wirklich die Republik fordern. Und das drückt er eben im Eulenspiegel, aber eben auch in seinen Gedichten aus. Und nicht nur das, in dieser Zeit wird er auch politisch aktiv. Er engagiert sich eben bei den demokratischen Volksvereinen und plant auch einen bewaffneten Aufstand mit. Und deswegen muss er in die Schweiz fliehen, 1849. Er geht dann später weiter nach Paris und es schließt sich also eine lange Zeit des Exils an, in der er sich dann weiterhin mit Kunst, Literatur, Malerei, Kunstgewerbe, Philosophie und so weiter beschäftigt, in der er aber eben auch publiziert. Und das ist ganz wichtig, diese Schriften, die da entstanden sind, die spielen auch später für ihn immer eine große Rolle. In Abwesenheit wird er zu immerhin 21 Jahren Haft verurteilt. Es gibt in Württemberg einen ganz großen Prozess gegen 147 Angeklagte dieser revolutionären Zeit und er ist einer derjenigen, der die Höchststrafe erhält. Jetzt können wir die nächste Folie einblenden, bitte. Er kommt erst Ende 1863 wieder zurück nach Württemberg. Das Blatt hat sich gewendet. Es gibt eine Amnestie, die ihm das ermöglicht, wieder zurückzukommen, auch anderen Revolutionären. Und wir haben es vorher in der Einleitung schon gehört. Er gehört dann zusammen mit Julius Hausmann und Karl Mayer zu denen, die die Demokratische Volkspartei wieder gründen, sozusagen. Die Demokratische Volkspartei, die wieder ganz dezidiert demokratische Reformen in Richtung Volkssouveränität einfordert. Er ist eigentlich derjenige, der in dieser Zeit die Programme dieser Volkspartei verfasst. Es folgen längere Aufenthalte im Ausland wieder. Er ist gar nicht so lange in Württemberg, obwohl er eigentlich in Stuttgart wohnt, unternimmt er sehr viele Auslandsreisen und daran sieht man seine breiten Facetten. Es folgen weitere Publikationen zu ganz verschiedenen Themen. Und was sich bei ihm aber durchzieht, überall, er kritisiert Preußen, er kritisiert Bismarck, er kritisiert die politische Entwicklung in Deutschland, die preußische Hegemonie. Das ist etwas, mit dem er sich überhaupt nicht anfreunden kann. Er ist ein Streiter für die Meinungsfreiheit, für die Pressefreiheit. Er wird selber mehrfach angeklagt in Presseprozessen. Er muss auch ins Gefängnis. Er saß auch in Heilbronn ein im Gefängnis. Und trotzdem machen ihn die Heilbronner 1891 zu ihrem Ehrenbürger. Hier in Heilbronn ist noch das Robert-Meyer-Denkmal und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal mit seinem Namen verbunden. Ja, er stirbt am 12. April 1894 in seiner Wohnung in Stuttgart. Und ich möchte jetzt zum Schluss, da können wir die nächste Folie einblenden, bitte, vier Schlagworte auf V werfen, um ihn als Mensch oder als Persönlichkeit noch mal kurz zu charakterisieren. V ist lyrisch durch seine Gedichte. Das sind natürlich zum einen die politischen, polemischen Gedichte, aber er schreibt auch sehr sinnliche, sehr schöne Natur- und Liebesgedichte, die zeigen, dass er ein sehr sensibler Mensch war, eine sehr feine Wahrnehmung hat. Und das ist etwas, was er in im zweiten Schlagwort sozusagen kunstkritisch, was ihm da sehr zugute kommt oder weshalb er überhaupt in der Lage ist, ein außerordentlicher Kunstkritiker zu werden, der sehr sensibel, sehr fein Kunst und Architektur beschreiben kann. Aber das Sensible ist die eine Seite, das andere ist das Polemische, das Bissige, was seine Schriften auch bis heute sehr unterhaltsam macht zu lesen. Und worum geht es ihm eigentlich die ganze Zeit? Es geht ihm um die Freiheit des Menschen und es geht ihm um Gerechtigkeit, also die Freiheit
des Menschen ist notwendig, damit es eine gerechte Gesellschaft gibt, damit sich die Gerechtigkeit verwirklichen kann. Und die vier Collagen, die Sie hier sehen, die stammen übrigens, wenn der kleine Werbeblock jetzt noch erlaubt ist, aus einem Videoclip-Projekt des Stadtarchivs zu Ludwig Pfau. Wir beleuchten jeden Monat in einem kurzen Videoclip eine Facette seines Lebens. Das wird dann in einem Block noch etwas ausgeführt und da stammen diese Collagen her. Übrigens, das Literaturhaus hat auch einen wunderbaren Videoclip zu einem Pfau-Gedicht. Also auch auf diese Weise kann man sich Pfau nähern. Wenn es Sie interessiert, schauen Sie mal ein bisschen näher rein. Ich glaube, es lohnt sich. Vielen Dank, soweit jetzt zu Pfau. Vielen herzlichen Dank, Frau Eberlein. Ja, das Gleiche interessiert uns jetzt natürlich auch zu Theodor Heuss, sodass ich auch hier um eine kurze Vorstellung von Theodor Heuss bitten darf. Ja, guten Abend. Das mache ich sehr gerne. Wenn ich bitte auch hier die entsprechenden Folien bekommen kann. Es wird ja vielleicht ein bisschen darum gehen, jetzt einfach mal diese beiden Personen nebeneinander zu stellen, was sie miteinander zu tun haben und inwieweit. Darüber werden wir nachher noch sprechen und sprechen können. Theodor Heuss kennt man vielleicht am ehesten mit diesem Gesicht, dieser staatsmännische erste Repräsentant des deutschen Staates, der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wenn man weiß, aus welcher Gegend er stammt, wenn man weiß, was für einen Lebensweg er gegangen ist, dann sieht man auch bei ihm eine Vielzahl von Facetten. Wenn wir das nächste Bild zeigen könnten, da wird er vielleicht schon ein bisschen in einer Art gezeigt, wie er mindestens in der Bevölkerung und bei vielen in Erinnerung geblieben ist. Staatsmann hier mit Konrad Adenauer auf dem Foto, aber auch Bohemien, die Zigarre, die bei ihm nie gefehlt hat, der spöttische Mund, der Witz und auch die Kunst, die für ihn eine wichtige Rolle gespielt hat, im Hintergrund ein Bild der schwäbischen Malerin Caspar Filser, die er sehr geschätzt hat und die in der heutigen Zeit auch mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist. Aber aufgewachsen ist er ja in Heilbronn und wenn wir einen Blick auf die Familie in seiner Kindheit machen, das nächste Bild bitte, dann tauchen wir ein in die Zeit des Kaiserreichs in der Stadt Heilbronn. Hier sieht man die Familie Heuss, ganz rechts den Vater, Louis Heuss, Tiefbauinspektor, der wesentliche Teile in der Straßenplanung in Heilbronn im ausgehenden 19. Jahrhundert mit verantwortet hat. In der Mitte die Mutter, eine aus einem Pfarrer- und Förstergeschlecht der Pfalz stammend, Elisabeth Gümbel und die drei Buben. Theodor ist der Jüngste, der also hier auf dem Bild neben der Mutter sitzt, hier vielleicht etwa so 11, 12 Jahre alt. Und das war die Zeit, in der er nach seinen eigenen Beschreibungen zum ersten Mal auch durchaus mit den Werken Ludwig Pfaus in Berührung kam. Die beiden anderen Brüder zu seiner Rechten, Ludwig Heuss, wurde später Stadtarzt in Ludwigsburg und Hermann wurde Architekt. Wenn wir das Leben Revue passieren lassen, die nächste Folie bitte, dann beginnt das mit der Geburt. Er ist ja nicht in Heilbronn geboren, er ist in Brackenheim geboren, wo der Vater damals beruflich tätig war. Ist aber dann schon sehr früh, im Alter von 5 Jahren, nach Heilbronn gezogen. Und Heilbronn war eigentlich die Stadt, die für ihn prägend war, in der er seine Kindheit, seine Jugend verbracht hat und von der er auch immer wieder gesagt hat, wie stark ihn das Heilbronner Bürgertum in seinen demokratischen Vorstellungen, in seinem Verständnis der Organisation des Lebens einer Polis geprägt hat. Er macht dann das Abitur am Karlsgymnasium in Heilbronn und zieht 1902 zum Studium der Nationalökonomie zunächst nach München und Berlin. Er bleibt nicht in der
württembergischen Universität. Also er geht nicht klassischerweise nach Tübingen, wo seine Brüder studiert haben. Nein, es zieht ihn nach München, insbesondere zu Lujo Brentano, den er sehr verehrt und bei dem er zunächst studiert und dann das Studium dann in der Hauptstadt in Berlin fortsetzt. Er ist ein Überflieger und Durchstarter, würde man das heute sagen. Er ist mit 21 Jahren, schreibt er seine Dissertation bekannterweise über den Weinbau und Weingärtnerstadt seiner Heimatstadt, weil Heilbronn, kehrt hierhin also zurück, noch einmal mindestens geistig in der Form seiner Dissertation, arbeitet aber dann, lässt sich anstellen bei seinem großen Mentor, dem wichtigen Liberalen der Kaiserzeit, bei Friedrich Naumann in Berlin und arbeitet dort bei ihm als Redakteur bei der Zeitschrift Die Hilfe. 1906, ja, treibt es auch ihn nach Frankreich, macht er eine sehr prägende, auch in seinem Kunstverständnis prägende Reise nach Paris. Im Umkreis um Friedrich Naumann lernt er auch seine spätere Frau kennen, die Elli Knapp aus Straßburg, Tochter eines Professors für Nationalökonomie in Straßburg. Er hängt hier übrigens rechts hinter mir, Georg Friedrich Knapp. Und sie werden dort 1908 getraut durch einen Jugendfreund von Elli, durch Albert Schweitzer. Und 1910 kommt mein Vater als einziges Kind der beiden zur Welt. Dann leben sie bereits wieder in Berlin. Doch 1912 zieht es ihn zurück nach Heilbronn. Er wird Redakteur der Neckar-Zeitung. Es war irgendwie für ihn ausgemacht und die Vorstellung, dass er einmal durchaus im politischen Umfeld tätig sein würde. Er hat gesagt, sein Vater habe immer gedacht, dass er mal irgendwo in einem Parlament sitzen müsse. Und darum wurde er als politischer Redakteur, Chefredakteur nach Heilbronn zurückgeschickt. Das war, ehrlich gesagt, für meine Großmutter nicht ganz einfach, die das Leben in der Großstadt doch sehr geschätzt hat. Und die Verpflanzung nach Heilbronn war für sie etwas schwierig, sagen wir es einmal so. Sie hat aber dann mit ihm zusammen eine Literaturzeitschrift oder die Schriftführung einer Literaturzeitschrift, nämlich des März, übernommen. Und im Namen März schwingt schon sehr viel mit. März ist einerseits der Aufbruch, Literatur, Frühling, die Blüten der Zeit. Es ist die Zeitschrift wurde ursprünglich von Hermann Hesse gegründet. Aber im März ist natürlich auch die Erinnerung an den Vormärz, an die Zeit des frühen 19. Jahrhunderts vor der 48er Revolution verbunden. Also es war durchaus auch ein politisches Programm, das mit in diesem Namen sich mit verschränkt hat. 1918, also die Familie lebt dann während der Zeit des Ersten Weltkriegs in Heilbronn. Theodor Heuss wird als Redaktor nicht eingezogen, weil er wichtig war für die Berichterstattung. Elli ist sehr aktiv, einerseits beim Roten Kreuz, andererseits auch macht sich auch dort eine große Hilfswerk für Kriegerfrauen, für das sie später sogar ausgezeichnet wird. Kurz vor Kriegsende kehren sie aber dann zurück nach Berlin. Erleben dort das Kriegsende, auch die kurzen revolutionären Momente in Berlin mit Schüssen auf den Straßen und der ganzen Unsicherheit. Theodor Heuss übernimmt den Deutschen Werkbund als Geschäftsführer, schreibt in der deutschen Politik und widmet sich dann ganz der Parteipolitik. Die Deutsche Demokratische Partei, DDP, ist die liberale Partei, die ursprünglich von Friedrich Naumann, der allerdings schon gleich zu Beginn der Weimarer Republik stirbt. Aber sie ist ja die prägende liberale Partei, die insbesondere den Anfang der Republik und der Demokratie in Deutschland stark geprägt hat.
Und dort engagiert er sich stark, kandidiert wiederholt für den, einerseits für die verfassungsgebende Versammlung, für die Weimarer Versammlung, sie beide übrigens, Elli Heuss-Knapp als Frau, kandidiert damals auch zum ersten Mal, als Frauen gewählt werden können. Und sie wird sogar knapp nicht gewählt, erhält das bessere Wahlresultat als er in der damaligen Zeit. 1920 dann wird Heuss Stadtverordneter in Schöneberg. Und 1924 zieht er in den Reichstag und wird Dozent an der ebenfalls von Naumann gegründeten Deutschen Hochschule für Politik. Er lebt dann in erster Linie als Journalist, als Schriftsteller und Reichstagsabgeordneter in den 20er Jahren in Berlin und prägt diese Zeit auf seine Art mit. 1933 dann die Machtergreifung Hitlers, das Ermächtigungsgesetz, die stark geschrumpften Demokraten noch auf 5 stimmen dem Ermächtigungsgesetz zu, aufgrund einer Fehleinschätzung dessen, wie man einerseits, wie man mit der, wie Hitler mit dieser Ermächtigung oder die Nazis mit dieser Ermächtigung umgehen würden, andererseits auch aufgrund eines parteiinternen Fraktionszwangs. Heuss hatte sich für eine Stimmenthaltung ausgesprochen. Das war dann aber eine Abstimmung 3-2. Und Reinhold Meyer hat dann die Zustimmung verlesen. Da er aber aufgrund einer Listenverbindung auch mit Sozialdemokraten in das Parlament gewählt wurde, war unmittelbar nach 1933 wurde ihm sein Reichstagsmandat entzogen. Seine Dozentur hat er verloren an der Deutschen Hochschule für Politik und seine Schriften, insbesondere eine wichtige programmatische erste Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten, das Buch Hitlers Weg, wurden bei der Bücherverbrennung verbrannt. Er ging dann in die innere Emigration. Die Familie lebte in Berlin und meine Großmutter Elli hat die Familie ernährt aufgrund einer Tätigkeit in der Werbung, die sie aufgenommen hat. Und Theodor Heuss hat sich dort zurückgezogen in sein Studierzimmer und mehrere große Biografien, einerseits über seinen Mentor Naumann, andererseits über den Architekten Hölzig, den Zoologen Dorn und den Chemiker Liebig geschrieben. Und zuletzt war es dann eine Biografie über Robert Bosch. Robert Bosch hatte ihn sich ausgesucht als den Mann, der seine Biografie schreiben sollte. Und die Arbeit an dieser Biografie und der Vorschuss, den er dafür bekommen hat, gab dann die Möglichkeit, die letzten Jahre nach 1943 den Krieg zu überleben. Er konnte bis hin zu Beginn der 40er Jahre auch noch unter einem Pseudonym zum Teil schreiben, das war dann in der letzten Kriegszeit nicht mehr möglich. 1943 flüchtete die Familie aus Berlin, insbesondere das Ehepaar Theodor und Elli. Für Elli waren die Angriffe schwierig zu ertragen. Für Theodor Heuss war es aber auch seine Nähe, einerseits verwandtschaftlich, aber auch bekanntschaftliche Nähe zu Personen des Widerstandes, die ihn aus Berlin weggetrieben haben. Er flüchtete zu Ellis Schwester nach Heidelberg und dort lebten sie in einer Dachkammer und erlebten dort 1945 den Niedergang des Dritten Reiches. Als einer der unbeschadeten Demokraten und Parlamentarier aus der Vorkriegszeit erhielt er 1945 die Lizenz für die Rhein-Neckar-Zeitung. Das war damals so, dass diese Lizenz an Personen unterschiedlicher Ausrichtung gegeben wurden. Es war ein Kommunist dabei, Agricola, es war ein Sozialdemokrat dabei, Knorr und Theodor Heuss als Liberaler, die drei erhielten die Lizenz für die Rhein-Neckar-Zeitung, die es ja heute noch gibt und als eine der ersten Zeitungen unmittelbar nach dem Krieg entstanden ist. Aber es ging für ihn dann relativ schnell weiter mit der Wahl
Reinhard Mayers zum Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, kam er ins Kabinett und wurde Kultminister in Württemberg-Baden. Er war dann Vorsitzender der DVP, Landtagsabgeordneter, und 1948 wurde er einerseits Honorarprofessor an der Technischen Universität in Stuttgart, obwohl man von ihm ja immer als Professor Heuss spricht, hat er sich nie habilitiert. Das war eigentlich wirklich nur diese Honorarprofessur, die er eigentlich erst später im Alter mit 64 Jahren noch bekam. Aber er hat ein tätiges, schreibendes und forschendes Leben geführt. Der wichtigste Teil seiner politischen Tätigkeit war aber einerseits, dass er in Hettenheim 1948 beim Gründungsparteitag der FDP, der Freien Demokratischen Partei, zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde, als eine integrierende Person vor allem zwischen den einzelnen unterschiedlichen Interessen, und dann vor allem, dass er als Mitglied des Parlamentarischen Rates nach Bonn ging und dort zum Sprecher der FDP, der liberalen Fraktion, wurde und sehr wichtig und sehr entscheidend eingewirkt hat auf die Niederschrift des Grundgesetzes und die Beratungen des Parlamentarischen Rates. Ja, 1949 mit 65, wenn die meisten zur Rente gehen, wurde er dann zum Bundespräsidenten gewählt und hat dieses Amt 10 Jahre lang als erster Bundespräsident inne gehabt. Elli ist schon kurze Zeit später, 1952, gestorben, hat es aber doch in dieser kurzen Zeit geschafft, ein wichtiges Sozialwerk für Frauen, nämlich das Müttergenesungswerk, zu schaffen, das bis heute besteht. 1954 wurde er wiedergewählt. Ab 1956 mit der Erreichung der Souveränität kamen die ersten Staatsbesuche nach Griechenland, in die Türkei, Italien. Ist ganz wichtig, dann auch nach Großbritannien und in die USA. Ja, Ende 1963 stirbt er dann in seinem Haus, in das er nach dem Auszug aus der Villa Hammerschmidt gezogen ist, in Stuttgart. Heuss hatte viele Facetten. Bis in die 50er oder 60er Jahre hinein hat er seinen Beruf nie als Politiker angegeben, sondern hat immer gesagt, er hat entweder sich als Journalist oder als Schriftsteller bezeichnet. Und er hat einen Hang zur Kunst gehabt. Als er damals in München studierte, hat er nämlich nicht nur Nationalökonomie studiert, sondern auch Kunstgeschichte. Und von seinen Zeichnungen, von denen sehr viele erhalten sind, zeugen auch von einer gewissen handwerklichen Fähigkeit. Das war eine der ganz frühen ersten Zeichnungen, eine Partie im alten Kirchhof in Heilbronn. Und was besonders schön ist, die nächste, der Ort, an dem ich jetzt auch gern wäre und an dem Sie ja sind, wenn Sie das nächste Folie bitte zeigen, das wäre das Tapperschlösschen, genau, in Heilbronn, das jetzt leider gerade wieder verschwunden ist. Aber der Ort, an dem die heutige Veranstaltung stattfindet, wurde auch von ihm in dieser Form mit einer Tuschzeichnung im Jahr 1901 muss es wahrscheinlich gewesen sein, gezeichnet. Also hier ein Überblick über das Leben von Theodor Heuss, jetzt nicht primär von seinem als Politiker, sondern als Bürger, Schriftsteller, Zeichner und Heilbronner. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch Ihnen für diese Darstellung. Wenn man jetzt die beiden Biogramme miteinander vergleicht, dann sind an einigen Punkten tatsächlich ja auch Gemeinsamkeiten aufgetaucht, auch wenn unterm Strich natürlich die beiden Herren, über die wir gerade gesprochen haben, in zwei völlig unterschiedlichen Jahrhunderten gelebt haben. Ich würde gerne zum Anfang des Gesprächs auf die, wenn man es so nennen möchte, direkte Beziehung zwischen den beiden Herren eingehen.
Das mag jetzt erstmal verwundern, denn als Ludwig Pfau starb, war Theodor Heuss gerade mal 10 Jahre alt. Inwiefern man da jetzt von einer Beziehung sprechen kann, ist vielleicht fraglich. Herr Professor Dr. Heuss, können Sie uns da vielleicht nähere Einblicke geben? Ist es korrekt, von einer Beziehung zu sprechen? Gibt es irgendwo Verbindungslinien, direkte? Wie sehen Sie das? Ja, gibt es sicher. In der Bibliothek meines Großvaters, die sich hier im Wesentlichen auch hinter mir befindet, gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Büchern von Ludwig Pfau. Und ich habe mich da mal umgeschaut und habe hier doch eine ganze Reihe gefunden. Bücher, die aus seinem Nachlass stammen, die von ihm zum Teil auch als sein Inhalt, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, seine Unterschrift Theodor Heuss in diesem Buch, mein Onkel Benjamin, diese Übertragung aus dem Französischen von Ludwig Pfau. In seinen Erinnerungen schreibt Heuss aber auch, dass Pfau wahrscheinlich der einzige Schriftsteller war, den sein Vater, dieser Tiefbauinspektor, den wir vorhin auf dem Bild gesehen hat, haben, tatsächlich gekannt hat. Also es bestand eine persönliche, freundschaftliche Beziehung zum Vater, zum Teil sicherlich auch zum Großvater, der den 48ern auch sehr nahe stand. Also das war der gleiche Boden, die gleiche Umgebung. Und offensichtlich hing im Wohnzimmer meiner Urgroßeltern ein Bild von Ludwig Pfau. Und an anderer Stelle habe ich auch gelesen, dass Heuss immer eines in der Nähe seines Schreibtisches hatte, auch in späterer Zeit, als er in Heilbronn gelebt hat und in Berlin. Insofern war Pfau bestimmt eine Person, die in diesem Umfeld, das ich vorhin auch etwas skizziert habe, vorhanden war und präsent. Theodor Heuss selber schreibt in seinen Erinnerungen, dass er als 12- oder 13-Jähriger seine ersten persönlichen literarischen Gehversuche beziehungsweise die ersten Schriften, die er gelesen hat, dass er da in die freien Studien von Ludwig Pfau gestoßen ist. Immerhin für einen 12-Jährigen ein doch relativ dickes Buch. Und sich dort, was er auch da immer verstanden haben mag, sei dahingestellt, aber sich dort seine ersten Vorstellungen von Literatur, auch von wissenschaftlicher und beschreibender Literatur gefunden hat, natürlich auch in seinen Gedichten. Insofern war Ludwig Pfau gewiss mehr als nur einfach eine Person, die da ein Dichter, von dem da Bücher im Bücherschrank standen, sondern jemand, zu dem eine unmittelbare persönliche Beziehung war. Da war. Ludwig Pfau hat ja auch zum Teil kauzige und merkwürdige Züge gehabt. Er war ja alleinstehend, zog häufig dann von einem Freund zum anderen. Und offensichtlich hatte auch einmal die Familie meiner Urgroßeltern in Brackenheim besucht und sich dann dort über mehrere Tage oder Wochen häuslich eingerichtet, was dann zu den Schwierigkeiten der Mutter Heuss geführt hat, die einen solchen Gast nicht auf die Länge bei sich haben wollte. Also da war unmittelbar eine nähere Beziehung vorhanden. Dankeschön. Frau Eberlein, Sie jetzt auch als Archivarin hier in Heilbronn, wo sehen Sie da jetzt Verbindungslinien zwischen Pfau und Heuss? Was für Anknüpfungspunkte finden Sie? Ja, vieles ist schon angeklungen. Ich knüpfe gleich mal an den eben zitierten Besuch an. Das hat Pfau wohl auch bei anderen sehr gerne gemacht, dass er sich da eingenistet und einquartiert hat. Aber das Bezeichnende daran ist, dass es eben wirklich diese persönliche Verbindung gibt zwischen Pfau und der Familie Heuss und diese persönliche Verbindung nicht nur eine familiäre Verbindung ist, sondern eigentlich eine Verbindung ist, die sich auch aufbaut, die sich gründet in gemeinsamen Heilbronner Bekanntschaften. Heilbronn ist eine Stadt in der Zeit, in der die Demokraten sehr stark sind. Also dieses politische Milieu, aus dem
der Vater von Theodor Heuss kommt, das Theodor Heuss auch sehr stark prägt. Mit dem hat Pfau eine ganz, ganz starke Verbindung. Und Pfau wiederum selbst ist ja sozusagen 60 Jahre früher in Heilbronn aufgewachsen als Theodor Heuss. Und Pfau hat in seiner Jugend wahrscheinlich auch diese, sagen wir mal, vielleicht noch nicht demokratisch, aber freiheitliche, liberale Stimmung gespürt und aufgesogen. Also insofern diese Prägung durch die Stadt der Kindheit ist sicherlich bei beiden, durch die gleiche Stadt der Kindheit ist sicherlich bei beiden vorhanden. Und natürlich die politische Ausrichtung, dieses unbedingte Eintreten für Demokratie, für die Republik, für Pfau ist das eine Vision geblieben, die er angestrebt hat, für die er gekämpft hat. Heuss hatte dann das Glück, das zu erleben, aber seine ersten politischen Schritte ist er ja auch noch im Kaiserreich in einer Monarchie gegangen. Und beide setzen sich mit der Demokratie sehr stark auseinander. Und dann, das haben wir eben ja auch gehört und auch gesehen, diese künstlerischen Parallelen, die man ziehen kann, oder künstlerisch vielleicht eher das Interesse an der Kunst, dieses tiefe Interesse an der Kunst. Was macht Kunst mit Menschen? Wofür ist Kunst da? Beide haben gezeichnet. Von Ludwig Pfau haben wir leider keine Zeichnungen überliefert. Das wäre natürlich schön gewesen, das gegeneinander zu stellen. Aber Theodor Heuss schätzt es, glaube ich, sehr an Pfau, dass er so gut zeichnen kann. Zumindest schätzt er Pfau als Kunstkritiker sehr stark und schreibt eben, Pfau ist deswegen ein guter Kunstkritiker, weil er was vom Handwerk verstanden hat, weil er selber zeichnen konnte. Weil er also, obwohl Pfau ja sehr polemisch sein konnte, eine Zeichnung, eine Malerei erstmal daraufhin angeschaut hat, ob sie denn überhaupt richtig ist, ob sie handwerklich gut gemacht ist. Also hier haben wir auch in der, sagen wir es mal, Hobby heutzutage sozusagen eine Gemeinsamkeit, genauso auch mit der Dichtung. Ich glaube, Theodor Heuss hat auch ein paar Gedichte geschrieben. Pfau hat sicherlich viel mehr geschrieben, hat aber dann später auch aufgehört, welche zu schreiben, weil er gesagt hat, das war mehr so die Betätigung seiner Jugendzeit. Und also es lassen sich sehr viele Parallelen finden in der Biografie und ich finde es sehr spannend zu sehen, dass das Theodor Heuss offensichtlich stark beeindruckt hat. Wie stark, vielleicht können wir da nachher noch drüber sprechen. Und dann daneben gibt es natürlich auch jede Menge Unterschiede. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Auf die werden wir wahrscheinlich ja auch noch zu sprechen kommen. Man hat es ja an den Eingangsvorträgen zur Biografie auch schon erahnen können. Der eine ist der Aktive, der andere ist mehr der theoretische Politiker. Übrigens, ach, das fällt mir gerade noch ein, auch Pfau hat sich eigentlich selten selber als Politiker bezeichnet, sondern als Schriftsteller und Publizist. Das fand ich jetzt sehr interessant, Herr Professor Heuss, dass Sie das über Theodor Heuss auch gesagt haben. Meine Generation kennt ja Heuss hauptsächlich als Politiker und muss diese schriftstellerische, literarische Seite erst so nach und nach entdecken, weil der Bundespräsident ja alles überstrahlt. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass da beide offensichtlich sich in ihrem Beruf als Schriftsteller, als Publizist bezeichnet haben, zumindest lange Zeit. Ja, ich glaube, dahinterin stand auch wirklich auch ein, Sie haben das Handwerkliche auch besprochen, das Handwerkliche auch als Schriftsteller, als Schreibender oder als Künstler oder als Gärtner, wie das bei Ludwig Pfau ja ganz zu Beginn war. Ich glaube, diese Nähe zum Handwerk und zu dem, was man selber tut und selber gestaltet. Ich glaube, da gibt es durchaus im Selbstverständnis eine Parallele. Es gibt übrigens eine, finde ich, sehr interessante kleine Episode oder einen kleinen journalistischen Schlagabtausch in der Heilbronner Presse 1921, als Ludwig Pfau sozusagen, oder als man den 100. Geburtstag von Ludwig Pfau gefeiert hat in Heilbronn, hat die Stadt Heilbronn eine Feier ausgerichtet und auf Vorschlag eines Heilbronner Gemeinderats, Max Rosengart, übrigens auch eine Person, die mit beiden Familien in Verbindung steht, also auf dessen Vorschlag hat man den jungen Theodor Heuss als Festredner eingeladen in der Stadt Heilbronn. Und da gibt es in der Presse, es gibt zwei Zeitungen, die eine, die
das Neckarecho, die Sozialdemokratische Zeitung und die Demokratische Zeitung, die Abendzeitung. In der Abendzeitung findet sich eine Replik, wir haben leider das Gegenstück nicht vom Neckarecho, es muss im Neckarecho eine Bemerkung gegeben haben, warum er jetzt den Heuss als Festredner einlädt. Denn gewürdigt werden muss doch der radikale Demokrat und der radikale Pazifist V. Das muss so ungefähr in Neckarecho gestanden haben. Wie gesagt, leider ist die Ausgabe nicht da. Aber die Abendzeitung antwortet dran drauf und sagt, der Theodor Heuss ist der Einzige, der den ganzen V in den Blick nehmen kann, der eben auch in der Lage ist, den Ästheten V und den Kunsthistoriker V zu beurteilen. Und das finde ich sehr interessant, weil es eben zeigt, wie weit der Horizont dieser beiden Männer war und wie das miteinander zusammenhängt. Ein bisschen Parteipolitik mag auch noch mitgespielt haben. Wie gesagt, das eine waren die Sozialdemokraten, das andere waren die Demokratische Partei. Aber im Kern stimmt diese Aussage. Ich glaube, Theodor Heuss hatte diesen, also auch schon als junger Mensch, diesen breiten Horizont, um V in allen Facetten einzusortieren. Ich würde auch gerne direkt in diesem Feld bleiben. Sie haben jetzt beide gesagt, dass die beiden Männer oder dass die sich auch selber eher als Schriftsteller bezeichnet haben. Trotz allem, Politik spielt ja eine große Rolle, Demokratie spielt eine große Rolle. Und Frau Eberlein, Sie hatten ja ganz am Anfang diese vier Bilder mit diesen Bezeichnungen. Und da stand, wenn ich es richtig erinnere, auch radikal, glaube ich, dabei. Oder bissig. Bissig war es, genau. Ja. Radikal ist auch mal angeklungen. Inwiefern könnte man denn jetzt Ludwig V. als einen radikalen Theoretiker bezeichnen? Wäre das treffend oder würde das daneben greifen? Also, er war radikal und er war meistens theoretisch. Insofern, ja. Er war radikal in seinen Ansichten, wenn man die in seine Zeit stellt. Nicht für uns heute. Für uns heute ist Demokratie und Republik etwas, was wir haben, was für uns irgendwie schon selbstverständlich ist. Natürlich diskutieren wir drüber, aber für V. war das das große Ziel. Und das muss man ganz klar sehen, gerade in der 48er Revolution, aber auch später sind die Demokraten, die so radikal denken, die wirklich die Republik realisiert haben wollen, die wirklich sagen, nur in der Republik lässt sich eigentlich unser Ziel, die Gerechtigkeit, die Freiheit des Menschen überhaupt verwirklichen. Die waren eine ganz kleine Minderheit. Insofern gehört er da wirklich zu den Radikalen, wenn man radikal so versteht, dass er bis zur Wurzel denkt. Wie weit muss man denn gehen? Man muss den Dingen auf den Grund gehen. Das hat V. sehr gerne gemacht. Er ist den Dingen immer sehr auf den Grund gegangen. Und ja, Theoretiker, er konnte das natürlich auch, weil er sich politisch, abgesehen von der Phase in der Revolution, er hat sich zwar politisch betätigt als Publizist, er hat publiziert, er hat sehr polemisch geschrieben, aber er hat eben keine aktiven Ämter angestrebt. V. war nie Abgeordneter er hat sich nie in politische Ämter wählen lassen, wie gesagt, abgesehen von einer kleinen Episode während der Revolution, ist er derjenige, der eigentlich nicht vor Menschen auftritt, der agitiert, der die Ideen durch Reden, durch Überzeugung im direkten Gespräch voranbringt, sondern durch publizistische Tätigkeit. Und da ist er sehr klar und sehr scharf. Und da kann er sich natürlich auch, ich meine, in gewisser Weise leisten, theoretisch radikal zu sein. Und V. rechnet in vielen seiner Schriften mit den sogenannten Realpolitikern gewaltig ab. Also das muss sich um politische Konsens zu finden, um Dinge voranzubringen, dass man sich da dass man letztendlich kompromissbereit sein muss, das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Also er hat an vielen Stellen diejenigen, die zum Beispiel die bismarckische Politik gut geheißen haben, weil sie gesagt haben, wir kriegen dadurch immerhin ein geeintes deutsches Vaterland. Das war ja das große Ziel von sehr vielen. Das hat er abgelehnt. Es war zwar auch sein Ziel, ein geeintes deutsches Vaterland zu kriegen, aber auf keinen Fall, indem er sich der preußischen Hegemonie, dem bismarckischen Militärstaat unterwirft,
sondern er hatte ganz andere Ideen in diese Richtung. Und das hat er sehr vehement kundgetan und hat all denjenigen, die sozusagen der anderer Meinung waren, die gesagt haben, wir probieren das über Kompromisse, wir versuchen dann das Reich von innen zu reformieren und zu demokratisieren, die hat er also mit wüsten Polemiken auch überzogen. Also insofern war er schon ein Radikaler und ein Theoretiker, ja. Dankeschön. Ja, ein radikaler Theoretiker. Ich glaube, das kann man jetzt nicht unbedingt über Theodor Heuss sagen. Er hat natürlich unterschiedlichste Staatsformen auch selber miterlebt, hat auch selber ja rezipiert, darüber gesprochen, wie er die 1848er Revolution eingeordnet hat, wie er seine Vorfahren eingeordnet hat und schlussendlich hat er ja auch in der Demokratie mitgestaltet. Herr Professor Dr. Heuss, wie sehen Sie da jetzt die Unterschiede oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten zu Ludwig Pfau? Ich fange bei den Gemeinsamkeiten vielleicht an. Ich habe das vorhin auch gesagt, die Familie von Theodor Heuss, sein Vater war ein heißblütiger liberaler Demokrat und der Großvater noch viel mehr und der Freischärler Friedrich Heuss, der auch irgendwo einen bewaffneten Aufstand gegen die Preußen 1848 gemacht hat. Genauso, also gleiche geistige Boden, aus dem das Demokratieverständnis auch von Theodor Heuss und seiner Familie stammt. Das sind die 48er und das sind durchaus die 48er Demokraten. Insofern ist auch denke ich auch, dass die Schriften von Ludwig Pfau, insbesondere seine Gedichte, die ja sogar durchaus mit Romantik, mit aufständischer Werbe, auch mit Sprachwitz gegen diese preußischen Monarchen geschrieben sind, sicherlich etwas, was ihm sehr, sehr nahe stand. Ich habe auch in diesem Buch der Gedichte tatsächlich ein Buchzeichen oder zwei Buchzeichen gefunden, die bei Gedichten von Ludwig Pfau einerseits Aufruf an die Jugend 1848 und zum 18. März 1848, also das war nach der Niederschlagung des Aufstandes in Berlin, dort sind die beiden Buchzeichen drin. Und das dritte ist beim Lied vom Gottesgnadenfritz, der also wirklich ja also in seiner Sprachderbheit, so ähnlich wie das Heckerlied, diese Zeit umschreibt. Also das ist der Grundboden, das ist das, was man, soll ich sagen, mit der Seele fühlt oder mit dem Bauch fühlt. Aber Heuss ist halt eben doch 60 Jahre später geboren und er hat Bismarck anders, mindestens die Einigung des Reiches, so wie das bei den Liberalen im ausgehenden 19. Jahrhundert der Fall war, dieser Zwischenstrom oder dieses Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Einheit als einem ganz wichtigen Aspekt der liberalen Bewegung und dem Wunsch zur Freiheit. Und für ihn ist dieser heute kaum mehr vorstellbar, aber dieser Drang, dass es Bismarck gelungen ist, das Deutsche Reich zu einen, das hat er, glaube ich, mindestens in seiner Jugend sehr als ein wichtigen staatspolitisches Ergebnis anerkannt und damit Bismarck etwas, mindestens diesen Erfolg zugute gehalten und ihn etwas weniger bissig betrachtet als Pfau. Ja, ein wichtiges Thema, das wir ja heute noch haben, sind die Bezüge zur Gegenwart. Die wollten wir ja auch noch ziehen. Frau Eberlein, wenn Sie jetzt die Schriften von Ludwig Pfau, er hatte wirklich sehr viel geschrieben, sehr bekannt ist der Eulenspiegel auch, den er geschrieben hat. Wir kennen also seine Ansichten eigentlich sehr, sehr gut. Wo sehen Sie da Aspekte, Begriffe, die uns auch heute, wenn wir über Demokratie diskutieren und sprechen, auch immer wieder begegnen? Wo sehen Sie da Linien? Also ich denke, die
unbedingt, als beeindruckend aus heutiger Sicht und für uns wichtig ist dieses unbedingte Eintreten von Pfau für die Demokratie. Dieses kompromisslose Kämpfen für die Demokratie. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns heute immer wieder auch nochmal klar machen müssen, dass Demokratie nämlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass man die immer wieder neu erkämpfen muss, dass es so Leute braucht, die wirklich unerbittlich dafür einstehen und im puncto Prinzipien, so hat Frau V das genannt, die Prinzipienfrage war das für ihn. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, so rum würde man heute sagen. Wenn es nicht die Demokratie ist, dann kann alles andere nicht funktionieren. Dann funktioniert die Freiheit nicht, dann funktioniert die Gerechtigkeit nicht, dann funktionieren die Menschenwürde nicht. Und das ist etwas, was ich an V sehr beeindruckend finde, was ich denke, was man sich heute immer wieder auch vergegenwärtigen müsste. Dazu gehört natürlich auch die Presse- und Meinungsfreiheit, für die er ganz vehement kämpft, für die er auch mehrfach angeklagt wurde, zweimal, wie gesagt, im Gefängnis gesessen hat. Und wenn man sich das mit heutiger Brille anguckt, dann kann man vielleicht auch sagen, er hat sozusagen ein Stück weit gegen Fake News gekämpft. Ja? Die Bismarck'sche Presse, Bismarck hatte eine eigene Kasse dafür, um Journalisten zu bezahlen, die möglichst bösartig über unliebsame Publizisten, wie Pfau ja einer war, hergefallen sind und versucht haben, die zu verunglimpfen in der Presse. Die sogenannten Bismarck'schen Reptilienfonds. Und Pfau kämpft vehement gegen die Reptilienpresse. Und macht es auch in einer sehr gekonnten Weise, indem er das widerlegt, was sie schreiben. Also zum Beispiel ist ja schon die Freundschaft zu Frankreich angeklungen. Das ist natürlich, das ist etwas, was die Bismarck'sche Presse, was man den Demokraten ganz vehement vorgeworfen hat in der Zeit nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Man hat sie diffamiert in der Publizistik, in den Zeitungen hat man sie diffamiert, hat versucht, sie zu behaupten, sie haben Geld gekriegt von Frankreich, das sind Franzosenfreunde, das sind Vaterlandsverräter. Und V zerpflückt diese ganzen Argumente. Also er stellt sich vehement gegen, wir würden wie gesagt heute sagen, Fake News. Und eine weitere Parallele oder weiteren Punkt, den ich sehr interessant finde, V nimmt den Menschen sehr ernst. V nimmt den Menschen sehr ernst, alle Menschen, nicht nur die Gebildeten, auch die weniger Gebildeten. Und für ihn ist es aber sehr wichtig, politische Teilhabe funktioniert über Bildung. Und es ist sehr wichtig, die weniger gebildeten Schichten sozusagen zu erziehen, deswegen ist ihm auch Kunst so wichtig, ihnen Bildung zu ermöglichen, damit sie ihre staatsbürgerlichen Rechte sozusagen auch richtig wahrnehmen können. Und trotzdem gehören ihnen diese staatsbürgerlichen Rechte von Anfang an. Man muss alle ernst nehmen und man muss alle an der Diskussion beteiligen. Das finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken von V für die heutige Zeit, also dieser Bildungsgedanke, der eben die Menschen in die Lage versetzt, zum Beispiel Fake News dann auch richtig einzusortieren. Ja. Und wenn wir jetzt den Begriff der Volkssouveränität dann nochmal näher anschauen, haben wir da Erkenntnisse, wie er dazu steht, wie er das Ganze einordnet? Das ist eine spannende Sache. Das ist, führt eigentlich zu der Frage, wie versteht eigentlich Pfau die Demokratie? Und das finde ich in seinen Schriften interessant. Er ist ja ein leidenschaftlicher Verfechter der Demokratie, aber wenn es dann darum geht, wie sollte das konkret funktionieren, da ist er, ja, Theodor Heuss nennt ihn einen Romantiker in der Politik. Ich würde sagen, er ist etwas utopistisch unterwegs. Er stellt sich ein sehr föderales System vor, sozusagen eine Art direkte Demokratie. Das ist ja auch ein Bezug, der heute immer wieder diskutiert wird, aber er romantisiert das Ganze etwas. Also er ist schon der Meinung, der Volkswille, der wird sich schon irgendwie den richtigen Weg schaffen, dass man vielleicht auch im Volk unterschiedliche Interessensgruppen hat. Das thematisiert er eigentlich nicht so sehr. Und er ist interessanterweise ein Skeptiker der parlamentarischen Vertretung gegenüber, also der repräsentativen Demokratie gegenüber. Das ist ja auch ein Thema, das heute immer wieder kritisch anklingt. Ist man nicht mit mehr plebiszitären Elementen, ist da nicht das Volk besser vertreten?
Der Ludwig Pfau ist tatsächlich ein Skeptiker. Er schreibt auch nicht so nette Sachen über die Parlamentarier, also zum Beispiel die Nationalversammlung, die nennt er eine Versammlung politischer Unfähigkeit, weil die immer so viel diskutieren und reden. Und die reden so viel und dann kommt nichts bei rum und sie haben sozusagen den letzten Zug verpasst, um noch, während die Reaktion schon wieder auf dem Weg ist, sich die Macht zu schnappen, haben die über Grundrechte diskutiert und haben über, wer jetzt da das Oberhaupt vom deutschen Staat sein soll, und vor lauter Diskutiererei haben sie sozusagen die eigentliche Sache aus den Augen verloren. Also das ist eine ganz starke Kritik von Pfau am Parlament, die man ja heute auch wieder hört. Ich sage nicht, dass das richtig ist, aber es sind Anknüpfungspunkte zur Diskussion von heute. Ich glaube, Theodor Heuss hatte da ganz andere Ansichten dazu, so wie ich das bisschen, was ich von seinen Schriften kenne. Ja, den Ball geben wir natürlich direkt weiter an Sie, Herr Professor Dr. Heuss. Stimmen Sie dem zu? Gibt es da unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen? Ja, da gibt es unterschiedliche Ansichten, indem Heuss sich ja eher gegen plebiszitäre Elemente, insbesondere dann bei der Diskussion im Parlamentarischen Rat gewendet hat. Allerdings natürlich auch aus der Erfahrung der Plebiszite, die Hitler in den 30er Jahren in Deutschland gemacht hat und die, wie er gesagt hat, das Futter für jeden Demagogen jeweils ist, wenn man Volksabstimmungen macht. Und man sieht das hier auch immer wieder, sei es in England, sei es in anderen Gegenden, dass plebiszitäre Elemente schwierig sind oder schwierig sein können. Trotzdem, ich lebe ja in der Schweiz, die Schweiz ist das einzige Land Europas, das 1848 gegründet wurde. Die schweizerische Demokratie ist letztlich aus der 48er-Bewegung entstanden. Es gab sogar auch durchaus Diskussionen zwischen der verfassungsgebenden Versammlung oder denjenigen, die in der Schweiz die Verfassung geschrieben haben, insbesondere Ignaz Vital Troxler und der Paulskirchenversammlung. Beide hatten auch die amerikanische Verfassung zum Beispiel. Und das Interessante ist schon, wenn man sich die damalige Geschichte im 19. Jahrhundert vor Augen führt, dann war die Schweiz damals ja das radikalste und demokratischste Land. Und es war das Land, in dem die Einigung von Demokraten und Liberalen, diesen beiden Strömungen der 48er-Zeit, funktioniert hat. Die sind geeint geblieben. In Deutschland gab es ja dann diese ewigen Spaltungen und Schismen der Liberalen. Und insofern sind durchaus Elemente, ich würde auch sagen demokratische Elemente, wie sie sich Ludwig Pfau vorgestellt hat, vielleicht durchaus auch in diesem Land oder in seiner Regierungsform, in gewissen Formen auch, haben sich hier mindestens bewährt, sagen wir es mal so. Und wohin und wie sich die Demokratie in Zukunft entwickeln kann und entwickeln soll, das ist ja offen. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch neue Elemente, neue Formen demokratischen Engagements, der Bürgerbeteiligung, in welcher Form auch immer, im 21. Jahrhundert brauchen werden, damit die Menschen ihren Bezug zum Staat, zur Verfassung und auch zu diesen demokratischen Strukturen, die wir haben, verstehen, dass sie die auch leben können. Und insofern ist es durchaus spannend, Ludwig Pfau auch zu lesen. Und ihn natürlich mutatis mutandis, vor 200 Jahren wurde er geboren, auch das ein oder andere bis in die heutige Zeit mit hinüberzunehmen. Ich selber bin nicht mit den Schriften Ludwig Pfaus als junges Kind aufgewachsen. Ich habe Astrid Lindgren gelesen, wie das in unserer Zeit wahrscheinlich eher angepasst ist. Und ich habe Ludwig Pfau vom Namen her gekannt, aber ich fand es außerordentlich spannend und interessant, etwas von seinen Schriften mitzunehmen und sie in der heutigen Zeit mit Distanz nochmal zu lesen. Ich glaube, Ludwig Pfau ist eine Person, die es wirklich wert ist,
wiederentdeckt zu werden. Er ist nicht ein, er ist keine Weltliteratur. Das hat, ich denke, das hat man, hat auch Heuss auch in späteren Schriften auch durchaus gesagt. Er war der erste, der erste Schriftsteller, mit dem er sich auseinandergesetzt hat. Und insofern zu Beginn eine wichtige Größe, die sich dann später auch relativiert hat. Für mich in der Person Ludwig Pfaus spiegelt sich ein bisschen ein anderer Zeitgenosse, der nun wirklich Weltliteratur geschrieben hat. Das war Gottfried Keller. Und ich glaube, dass die beiden vom Typus her sehr ähnliche Figuren waren. Personen, die schriftstellerisch tätig waren, die Gottfried Keller hatte seine Arbeit als Stadtschreiber in Zürich und hat dann daneben seine Gedichte und seine großen Werke geschrieben, aber so als kauziger, bärtiger, freiheitsliebender, auch dem Wein zugewandte Schriftsteller waren sie sich, glaube ich, vom Typus her ähnlich. Dankeschön. Ich würde gerne mit Ihrer Erlaubnis den Werbeblock vorhin noch ein bisschen erweitern. Ich hatte gesagt, wenn man sich Pfau nähern möchte, dann soll man die Videoclips anschauen und die Blogbeiträge vom Stadtarchiv und vom Literaturhaus. Aber eigentlich, glaube ich, der beste Zugang zu Ludwig Pfau bietet die Schrift, die Theodor Heuss 1912 geschrieben hat. Und diese Schrift nennt er ganz bescheiden Umrisse. Aber das, was Theodor Heuss da schreibt, das bringt einen Pfau, finde ich, in seiner Persönlichkeit, in dem, was er gemacht hat, wofür er eingestanden hat, wofür er gekämpft hat, aber eben auch die kritischen Punkte, wo Heuss wesentlich weiter und klarer gesehen hat als Ludwig Pfau schon 1912, also auch noch zu einer Zeit der Monarchie, bringt einem das wesentlich näher. Also wenn man sich Pfau nähern möchte, dann sollte man vielleicht mit dieser Schrift beginnen. Und natürlich mit den Schriften Ludwig Pfaus selbst. Er hat einerseits mit seinen Gedichten, aber auch in seiner Kunstkritik ja zum Teil auch wunderbar formuliert, wo man nur lachen und schmunzeln kann. Wenn ich ganz kurz hier aus einem Teil Kunst und Geschichte von ihm vorlesen darf, wie er über die byzantinischen Madonnen schreibt. Und er schreibt, die byzantinischen Madonnen muss man sehen, wenn man wissen will, was religiöse Kunst ist. Der Gläubige, der diese ausgemergelten, hüftlosen, brustberaubten Götzenbilder verehrt, der darf kecklich an die unbefleckte Empfängnis, an die übernatürliche Fortpflanzung, an die wunderbare Fleischwerdung beliebiger Generationen glauben, denn ein derartiges Weib kann unmöglich auf natürlichem Wege empfangen noch empfangen worden sein. Ist das nicht herrlich? Da schmunzelt man, da lacht man, da spürt man, wie er mit der Sprache umgegangen ist und wie er dann nachher im Gegensatz dazu die Kunst der Renaissance, Raphael und die italienischen Madonnengestalten dagegen setzt. Das macht einfach Spaß und Freude, das zu lesen. Also Pfau war wirklich ein Meister des Stils. Das ist toll, dass Sie die Stelle vorgelesen haben. Und das ist auch das, was Theodor Heuss an Pfau, glaube ich, sehr geschätzt hat, dieser Stil. Also er nennt ihn einen außerordentlichen Stilisten, der eine vollkommene Disziplin hat, beim Stil klar und deutlich und sehr anschaulich zu schreiben. Und wenn Sie Pfau zitieren, dann darf ich Heuss zitieren. Sie haben vorhin den Gottesgnadenfritz erwähnt und ich finde diese Stelle herrlich, wie Theodor Heuss schreibt, dass er das eben war eins der frühen Gedichte, was er gelesen hat, den Gottesgnadenfritz von Ludwig Pfau. Der ist relativ derb. Da heißt es dann zum Beispiel, da schlagt er doch ins Hirn der Blitz zu Gottesgnadenfritz. Das war jetzt noch nicht Heuss, das war Pfau. Spielt auf den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. An, der sich eben in Gottesgnadenmanier durchgesetzt hat. Und Heuss bemerkt dann ganz trocken dazu, das war freilich keine Erziehung zu monarchischer Empfindung. Und das finde ich in dieser prägnanten Kürze auch einfach vom Stil her herrlich, wie er das beschreibt. Das ist der Gottesgnadenfritz, von dem will ich euch melden. Als Hahn im Korb ein schlechter Witz hat er den Bauch des Helden. Er ist der Fürsten Fürste,
die Blunz im Kreis der Würste, er hat den Kopf voll Grütz, Potz, Blitz, der Gottesgnadenfritz. Des Morgens trinkt er einen Schnaps und tut was oktroyieren. Des Mittags hat er einen Taps und tut sich was blamieren. Nachts beim Champagnerglase, da fällt er auf die Nase. Spar höhern deinen Hals, spar höherm deinen Hals, Potz, Blitz, du Gottesgnadenfritz. Und so weiter. Herrlich. Einfach wirklich wunderbar. Ja, und das in einer Zeit, wo sowas natürlich von der Obrigkeit überhaupt nicht gern gesehen den Hals gekostet hat, den er da erwähnt hat. Ja, er war, glaube ich, schon in der Schweiz, als er das geschrieben hat. Dankeschön. Ich frage jetzt mal ganz kurz ins Off, ob es eine Frage gibt. Ja, es gibt eine Frage. Ich lade Sie an der Stelle auch nochmal ganz herzlich ein, gerne Ihre Fragen zu stellen. Wir haben jetzt noch Zeit dafür. Und würde dann einmal abgeben an die Frage. Ja, es gibt eine Frage aus dem Chat, und zwar betrifft das das Verhältnis, was eingangs von Michael Link schon angesprochen worden ist und jetzt auch in der Diskussion schon immer wieder zum Tragen kam, das Verhältnis zu Frankreich. V hat ja die Impulse für das Wilhelm I-Denkmal an Wilhelm von Rühmann gegeben, und dieses Denkmal ist gerade am Sedanstag eingeweiht worden. Die Frage ist eben von einem Zuschauer, das war doch sicherlich ein sehr starker, ein starkes Signal, in Anführungszeichen ein negatives Signal nach Frankreich. Woher kommt der Sinneswandel, dass eben dieser V-Freund, Frankreich-Freund V, plötzlich eben dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmal sehr stark befürwortet und eben auch, er kann sicherlich nichts für die Einweihung am Sedanstag, aber eben da auch mit involviert war. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. In der Tat sieht das erstmal von außen komisch aus, wie passt das zusammen, ein Frankreich-Freund, der an einem Kaiser-Wilhelm-Denkmal mitarbeitet. Wenn man dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmal sich einmal anschaut und vergleicht mit anderen Kaiser-Wilhelm-Denkmalen, dann sieht man, dass es ganz anders aufgebaut ist als die üblichen Reiterstandbilder, wo Kaiser Wilhelm also in Siegesmanier sozusagen möglichst noch gen Westen grüßt. Es ist ein sehr feines Denkmal. Kaiser Wilhelm kommt fast nicht vor, der ist bloß auf so einem Medaillon abgebildet, und im Zentrum des Denkmals steht eigentlich was ganz anderes. Da steht die Einigung Deutschlands. Also da sitzt eine Germania, auch das ist eine friedliche Germania, keine kriegerische Germania. Und Nord und Süd reichen sich die Hände. Das steht eigentlich im Zentrum. Das ist eine politische Leistung von Kaiser Wilhelm I. Und das Interessante ist eben, dass V. diese Leistung hervorhebt und nicht das Kriegerische, nicht die Frankreichkriege. V war sich da dessen bewusst, dass er da was macht, was eigentlich überhaupt nicht zu seinen üblichen Ansichten passt. Und er hat sich auch explizit dafür rechtfertigt, einer Freundin gegenüber, und hat geschrieben, gemacht wird es ja doch in Heilbronn. Die haben halt den Plan für dieses Denkmal. Also mache ich lieber mit und verhindere Schlimmeres. Das ist vielleicht einer der Momente, wo er mal einen Kompromiss eingegangen ist. Also er hat es in seiner Weise wiederum sehr interessant umgedeutet, dieses Denkmal. Aber er hat andererseits den Deutschen die französische Kunst nahegebracht und hat durchaus bemerkenswert in die Landschaftsmalerei, die aufkommende Malerei um die École de Barbizon, die er offensichtlich zum Teil selber auch noch gekannt hat, die Maler oder gesehen hat damals, Corot, d'Aubigny, in seinen Schriften dargelegt und erklärt, und war dort sehr, sehr früh. Spannenderweise hat er ja auch einen großen Teil seiner Schriften, gerade dieser freien Studien, zuerst auf Französisch geschrieben und sie erst später dann ins Deutsche übersetzt, als sie in Deutschland publiziert wurden. Also er war der französischen Sprache und Kultur so nahe und so mächtig, dass er darin sogar primär publiziert hat.
Ja, vielen Dank. Es gibt eine weitere Frage, und zwar betrifft das das Verhältnis zu Max Rosengart. Das wurde ja vorhin schon angesprochen. Wie ist das kommunalpolitische Verhalten oder wie ist die kommunalpolitische Haltung von Max Rosengart, der ja mit beiden Familien verbunden war, einzuordnen? Max Rosengart war ja Gemeinderat in Heilbronn und war eben auch ein dezidierter Demokrat, ist also ganz entschieden für demokratische Ideale eingestanden. Und Max Rosengart und Ludwig Pfau haben sich persönlich gekannt. Rosengart spielt auch eine Rolle im Zusammenhang mit der Ehrenbürgerverleihung an Ludwig Pfau und spielt dann eben auch eine Rolle später, als es bei der Beerdigung von Ludwig Pfau, also die Geschichte mit der Urne. Ludwig Pfau ist ja einer der, ist ja in Heilbronn der, ich weiß nicht, erste oder zweite Feuerbestattete. Das war noch gar nicht erlaubt in Württemberg. Also die Beziehung zwischen Max Rosengart und Ludwig Pfau, die haben sich gekannt. Und das Interessante ist eben, dass Max Rosengart und die Familie Heuss haben sich auch gekannt und dass es der Vorschlag von Max Rosengart ist, Heuss einzuladen, um diese Festrede zum 100. Geburtstag zu halten. Im Chat gibt es gerade keine weiteren Fragen. Herr Professor Heuss, Sie wollten noch... Ja, ich kann leider nichts zu Max Rosengart sagen. Ich weiß es nicht. Entschuldige mich. Ich kann dazu nichts beitragen. Es sieht so aus, als hätten wir keine weiteren Fragen. Ich möchte es jetzt aber natürlich auch nicht abwürgen, falls noch eine Frage irgendwo reinkommen sollte. Okay, dann würde ich auch mit Blick auf die Zeit und wie wir ja vorhin schon von Herrn Link gehört haben, dem anstehenden Ereignis um 9 Uhr, tatsächlich auch zum Schluss kommen, leider, von diesem sehr interessanten Abend. Und möchte Ihnen beiden auch nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht noch ein kurzes Schlussstatement zu Ludwig Pfau und Theodor Heuss zu formulieren. Frau Eberlein, möchten Sie anfangen? Ja, dann hätte ich mir das ja aufheben können mit der Schrift von Theodor Heuss zu Ludwig Pfau fürs Schlussstatement. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Die enthält eigentlich alles oder sehr, sehr viel von dem, was man zu Ludwig Pfau sagen kann und macht einfach Lust drauf, Lust, Ludwig Pfau dann eben auch zu entdecken und selber zu lesen und sich mit ihren Ideen, mit seinen Ideen auseinanderzusetzen, die, denke ich, durch dieses demokratische Milieu dann auf Theodor Heuss und seine Familie gewirkt haben. Das ist natürlich nicht die einzige Quelle, aus der Theodor Heuss schöpft, aber ich glaube, es ist schon eine der wichtigen Quellen und ich finde, dass es eine sehr interessante Verbindung zwischen beiden gibt, die man auf jeden Fall stärker ausloten sollte und müsste. Und ja, zu Theodor Heuss bin ich jetzt nicht die Berufene, was zu sagen, aber vor seinen Ideen zur Demokratie kann man sich auch einfach nur verneigen. Ich finde es beeindruckend, dass Heuss schon 1920 eine programmatische Schrift zur Demokratie herausgibt und da sehr weit denkt, auch das Thema Plebiszite zum Beispiel anspricht. Und es lohnt sich also genauso, auch diese frühen Schriften von Heuss wieder zu entdecken. Herr Professor Heuss, ich möchte das Wort nochmal an Sie geben. Ja, wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich, Ludwig Pfau als einen Demokraten wieder zu entdecken, über ihn zu lesen und sich mit ihm und mit diesem ungestümen Freiheitswunsch und Freiheitsdrang, der ja eigentlich in allen Menschen und in allen Generationen vorhanden ist, auseinanderzusetzen. Ludwig Pfau war ein Demokrat, ein Teil dieser demokratischen Wurzeln des Liberalismus, die eben auch zum Liberalismus gehören und die auch heute den Liberalismus zu einem wichtigen Teil ausmachen. Und ich glaube, auch gerade darum ist es wichtig, auch diese Bereiche wieder zu entdecken und anzuschauen. Die Entwicklung nach 1848
waren ja unterschiedlich. Es gibt auch wichtige Quellen der Sozialdemokratie, die aus 1848 entstanden sind. Aber Pfau war ja nun nicht einer, der, als er nach Deutschland zurückkam, einen Arbeiterverein wieder gegründet hat oder sich der Sozialdemokratie angeschlossen hat, sondern diesen demokratischen Liberalismus mitgeprägt hat, der in Württemberg zu Recht so stark ist, weil mit diesem, in diesem liberalen Denken eben auch nicht nur der Freiheitsgedanke vorhanden ist, sondern auch der Verantwortungsgedanke für sein Gewerbe, für seinen Hof, für seinen Weinberg, für das, was man aufbaut, dass man dafür steht und dass man das auch in die Zukunft weiterentwickeln möchte. Und ich denke, da ist diese Quelle eine wichtige. Ich habe gehört, dass es auch Gedanken gab oder Vorschläge, einen Ludwig Pfau Demokratiepreis oder irgendetwas derartiges zu machen, um an ihn und an die Fährte, die er gelegt hat, zu erinnern und auch zu zeigen, dass die eben bis in die heutige Zeit hineinführt. Und ich glaube, dass man kann stolz sein auf eine solche Person und auf das, auf diesen Schultern stehen wir letztlich heute, wenn wir in einer freiheitlichen Demokratie leben und wenn wir unser Leben so gestalten können, wie wir es heute tun. Auch das ein Punkt, der an V vielleicht interessant ist. Natürlich gab es heftige Einschnitte in seinem Leben durch die Verurteilung ins Gefängnis und die Gefängnisaufenthalte. Aber er hat sein Leben in die Hand genommen und hat es gestaltet und hat in verschiedensten Bereichen sich als Person und Persönlichkeit vervollständigt und gelebt und sein Leben zu einem, wenn man will, Gesamtkunstwerk gemacht. Das gilt in gewisser Hinsicht auch für Theodor Heuss. Wenn man jetzt mal den Bundespräsidenten, der natürlich eine Glückssituation und eine außergewöhnliche, auf einer außergewöhnlichen Gegebenheit beruht, einmal weglässt. Aber so wie Pfau und wie diese freiheitlich denkenden Liberalen des 19. Jahrhunderts, hat er auch sein Leben in die Hand genommen und hat sich als Schriftsteller, als Zeichner, als Politiker, als Journalist, auch als durchaus auch gelegentlich als Kämpfer mit sehr heftigen und gelegentlich auch derber Wortwahl verwirklicht. Und das ist letztlich das, was Freiheit ermöglicht. Und insofern daran darf man anknüpfen. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für das sehr anregende Gespräch. Ja, V-Lesen, Heuss-Lesen, immer wieder neu entdecken. Ich glaube oder hoffe, Sie haben auch sehr viele Anregungen mitgenommen, neue Gedanken auch heute mitbekommen. Ich darf mich an der Stelle auch bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und darf jetzt noch für ein Schlusswort an den heutigen Hausherrn übergeben, an Herrn Dr. Knittel. Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie dabei waren. Herr Professor Heuss, Frau Eberlein, Frau Dr. Doll, Michael Link, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abend. Wir haben die Stichworte gehört, Föderalismus, Demokratie, wie es sich lohnt, für unsere demokratische Grundordnung einzutreten, aus verschiedenen Perspektiven. Wir hätten natürlich gerne noch gehört, wie ist es mit dem Kosmopoliten Ludwig Pfau bestellt und so weiter. Da gäbe es noch viele Dinge, die man ausführen könnte. Das sollte vielleicht einem anderen Abend vorbehalten sein. Heute aber ist zunächst mal der Dank angesagt. Dank an Sie alle, dass Sie dabei waren. Dank an Sie, Herr Professor Heuss, dass Sie zugeschaltet haben. Dank an Frau Eberlein, Frau Dr. Doll, Michael Link. Ihm ganz herzlichen Dank, dass er die Initiative ergriffen hat, diesen Abend mit zu organisieren und eigentlich die Idee hatte für diesen Abend, dass er die Reinhold-Meyer-Stiftung als Kooperationspartner gewinnen konnte. Und dafür ganz herzlichen Dank. In Schwaben ist man ja relativ bescheiden, was die Präsente anbelangt. Deshalb habe ich nur eine einzige Flasche natürlich mitgebracht. Die würde ich gerne, lieber Herr Professor Heuss, Ihnen überreichen.
vor allem, weil Sie am Schluss Ihres PowerPoint-Vortrages noch die schöne Folie vom Trappenseeschlösschen gezeigt haben. Scherz beiseite, wir lassen Ihnen gerne eine, die sicherlich auch im Hause Heuss gefallen findet, eine Rotweinflasche zukommen, die die Ludwig Pfau gewidmet ist zum 200. Geburtstag. Es ist ein trockener Lemberger. Auch Ihnen natürlich einen trockenen Lemberger oder Riesling, auch für Michael Link. Und ganz herzlichen Dank auch meinem Mann für die Technik, Herrn Jürgen Heffner, und auch meinem Volontär, Herrn Muth, für die Vorbereitung für diesen Abend. Es geht weiter auf den Spuren von Ludwig Pfau und Theodor Heuss im Literaturhaus. Am kommenden Freitag haben wir literarische Spaziergänge in Kooperation mit dem Theodor Heuss Museum Brackenheim und der Volkshochschule Heilbronn. Am Freitag 18 Uhr, Treffpunkt im Pfühlpark. Es geht dann weiter im Literaturhaus am Sonntag, den 27. Juni, mit der ersten Doppelpremiere überhaupt im Haus. Das Haus konnte bisher leider in Präsenzveranstaltungen noch nicht bespielt werden, wie das so schön heißt. Da wird Jörg Margenau aus seinem wunderbaren Debüt Die kanadische Nacht lesen. Und weil das so schön ist, gleich zweimal, nämlich Sonntagmorgens um 11 und um 15 Uhr. Und so geht es dann weiter. Am Sonntag, 4. Juli, sind wir wieder in Kooperation auf der Inselspitze. Und dann geht es weiter mit anderen Veranstaltungen hier im Haus. Unter anderem Leander Fischer mit seinem Debütroman Die Forelle. Ein Glücksfall, dass ich ihn im vergangenen Jahr schon gewinnen konnte. Er hat nämlich jetzt Ende des Jahres den Debütpreis, den Buchpreis des österreichischen Buchhandels bekommen. Auch das ein sicherlich Genuss. Und ja, so sind im Juli noch einige Veranstaltungen geplant und hoffentlich auch viele in-house. Und bis dahin alles Gute. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zugeschaltet waren, und bis dem nächsten Mal.